So, hier sehen wir jetzt die Linse. Zuerst muss dieser hintere Ring gelöst werden. Den habe ich jetzt schon vorgelockert. Das ist einfach ein Schraubgewinde, das ist von Zeiss-Version von Jahrgang zu Jahrgang anders vom Tesla. Einfacher Schraubring. So, hier oben drauf sehen wir jetzt einen weiteren Ring, eine kleine Feder. Diese hier tut den Hebel bewegen, der scheinbar die Blende zurückdrückt. Und wenn man hier drückt, ist dieser Effekt, dass wenn man drauf drückt, eben die Blende eingefahren ist, wenn es aufs Objektiv draufgeschraubt ist. Und wäre noch diese Handbetätigung. So. Hier ist noch der kleine Hebel, der für diesen Stößel hier zuständig ist zum Reindrücken. So, was ich jetzt mache ist, ich nehme diesen Ring ab. Die Feder werde ich zumindest hier dran anbringen, dass sie nicht verloren geht. Ich lege die Teile, die ich auseinanderbaue, in einer gewissen Reihenfolge hin, dass ich einfach die Übersicht behalte, was kommt in welchem Arbeitsschritt. So, Staub. Als nächstes müssen wir hier die vier Schrauben lösen, diese vier kleinen schwarzen, die scheinen identisch zu sein. Also hier, hier, hier und hier. Jetzt können wir hier diesen Ring abnehmen. Das ist die Mechanik für diesen kleinen Stift. Die hat, soweit ich mitbekommen habe, einfach wirklich nur die Funktion, dann bei diesem Ring die Handauslösung zu machen. Ja, ich meine, die Objektiv, dass die Blende aufgeht, wenn das Objektiv nicht angeschraubt ist. So. Was sehen wir hier? Das hier ist zuständig fürs Verstellen der Blende. Wir sehen hier, wir können den Ring drehen, die Blende verstellt sich. Bei F2.8. Offene Blende. F8. Mitteloffene Blende. F22, nahezu geschlossene Blende. Das wird verstellt mittels diesem einem Stift. Den sieht man hier. Der hat links und rechts Anschlagstößel und verstellt quasi die Blendenmechanik innen drin. Um an die Blendenlamellen ranzukommen, müsste man hier noch, das sind zwei Nuten, hier und hier, da könnte man das Glas, die Glasscheibe oben rausnehmen von der Linse. Dann könnte man theoretisch die Lamellen reinigen, das brauche ich jetzt hier aber nicht, die sind schön leichtgängig und sieht man bestimmt noch im Video, die sind recht sauber. Das Objektiv steht auf unendlich. Ich möchte die Blende verstellen. Das mache ich über diesen Ring hier. So. Wir drehen. Es passiert nichts. Schlecht. Nein, gut. Es hängt mit diesem Stößel zusammen. Drückt man diesen Stößel, kann man die Blende verstellen.
Problem. Stößel liegt hier am Adapter an, hat den Hintergrund, dass es, wenn es nicht an der Kamera montiert ist, das Objektiv entspannt ist. Da sind Federn drin, die sind entlastet. Jetzt ist das Objektiv am Adapter. Ein M42 Adapter, der kommt aus ungefähr aus den 50er, 60er Jahren, vielleicht auch schon vorher. Und das ist einfach ein Adapter dafür. So, drehe ich jetzt passiert nichts. Lösung. Man löst das ein bisschen. Es lässt sich einstellen. Arbeitshypothese: Der Stößel muss kürzer werden. Feilen. Ich hoffe, es funktioniert. Ansonsten ist das Müll.